Unglaublich aber war, der Jackpot wurde geknackt. Den Jackpot der US-Lotterie Powerball hat seit Anfang August niemand mehr geknackt und deswegen hat sich jetzt eine Rekordsumme von mehr als 2 Milliarden Euro angesammelt. Und heute ist es passiert. Wie die Lotterie verkündet, hat ein Gewinner 2,04 Milliarden Euro gewonnen. In einem kleinen Kiosk nördlich von Los Angeles wurde der Lottoschein ausgefüllt, aber bis jetzt hat sich der oder die Gewinnerin noch nicht gemeldet. Sollte er sich melden, was ich für ihn hoffe, kann er sich entscheiden, ob er den Gewinn direkt ausgezahlt haben will oder in 30 jährlichen Ratenzahlungen, was dann mehr als 66 Millionen Euro pro Jahr bis 2052 bedeuten würde. Würdet ihr euch das Geld direkt alles auf einmal auszahlen lassen oder in 30 Jahren jährlich lieber 66 Millionen kassieren? Schreibt es mal in die Kommentare.